Ja, es geht eigentlich darum, dass der Trump mit seinem Wahlsieg und seinem ganzen Handeln, trotz der Einschränkungen, die er natürlich hat, wegen dieses Coups, der gegen ihn im Gang ist, das gesamte Spiel des neoliberalen Establishments quasi ja, massiv in Frage gestellt hat, den Deep State total herausgefordert hat. Und das ist eigentlich eine Schlacht, die jetzt wirklich auf eine Entscheidung zugeht. Allerdings wird da wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Also der Trump ist unterwegs, der hat fast 3, 4 Mal pro Woche eine Rallye mit riesengroßen Menschenmengen, also 90.000, 80.000. Ist einfach eine enorme Resonanz und Mobilisierung der Trump-Unterstützer. Und er hat also gerade jetzt gestern bei einer Rallye gesagt, also vollkommen die Demokraten angegriffen und hat gesagt, die wären vollkommen hysterisch, die wären verrückt geworden, die wären zu gefährlich, als dass man ihnen erlauben könnte, nochmal die Regierung zu übernehmen. Und da ist wirklich was dran. Weil wenn man zum Beispiel sieht, dass jetzt die Reaktion von demokratischen Senatoren und ehemaligen Obama-Offiziellen wie Eric Holder zum Beispiel oder Dianne Feinstein, die praktisch sagen, die Tatsache, dass jetzt der Kavanaugh als oberster Richter bestätigt worden ist, das heißt, er wird jetzt auf Lebenszeit einer der obersten Richter sein, dass das nicht zu akzeptieren sei, dass quasi, dass die Legitimität des obersten Gerichts aufhebt. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn Senatoren sagen, sie werden die dritte Instanz, also die Judikative, Entschuldigung, die Judikative nicht mehr anerkennen, dann läuft das auf eine Verfassungskrise hinaus. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo im Grunde zum Beispiel der Staatsrechtler Alan Dershowitz den Punkt macht, der sagt, es ist vollkommen absurd, der ist absolut richtig gewählt und er wird Richter bleiben und er wird richten. Der sagt, ich bin ein liberaler Demokrat, also ich hätte Kavanaugh nicht gewählt, aber das war alles rechtens und ist also legal fortgeschritten und die Demokraten sollen gefährlich aufhören damit, das wäre vollkommen verrückt. Also das ist ein liberaler Demokrat, der sowas sagt. Und damit einher geht natürlich, dass die Demokraten genauso wie die Neokons in der Republikanischen Partei auf einer absolut hysterischen Anti-Russland, Anti-China-Kampagne sind, also die wirkliche Kriegspartei, sind die Demokraten. Und wenn es dafür noch einen zusätzlichen Beweis gebraucht hätte, dann ist die Rede, die Hillary Clinton gerade vor der Oxford-Universität gehalten hat. Also Kollegen von mir haben sich diese Rede angehört, die haben gesagt, die war absolut, also von der Rolle, also so, dass man fast befürchten muss, dass sie vor einem Nervenzusammenbruch steht. Also sie hat da gegen Russland angeschimpft, gesagt, Russland bedroht den Westen, wir sind belagert vom Westen, die manipulieren nicht nur unsere Wahlen, sondern sie unterstützen rechtspopulistische Bewegungen. Der ganze Brexit war das Resultat von Russland. Natürlich Trump-Wahl sowieso. Also das ist schon enorm. Und also mein Hillary und Bill Clinton waren auf dem Oktoberfest und haben dort eine Hochzeitsfeier von einer Schwester, glaube ich, von Gloria von Thurn und Taxis frequentiert. Also normalerweise sind diese Geburtstage vom Hochadel auch immer Treffen, wo alle möglichen Pläne geschmiedet werden. Also mit anderen Worten, da ist eine Riesenkampagne im Gang, wirklich gegen Russland, gegen China. Und also das sollten sich unsere Leute in Deutschland wirklich mal vergegenwärtigen. Also Trump versucht, einen Friedensprozess in Gang zu kriegen, erfolgreich in Nordkorea. Er hat also viele Dinge versucht, die nicht alle geklappt haben, wegen der Opposition im eigenen Lager. Aber es sind die Demokraten, die Konfrontation pushen. Und das will hier keiner wahrhaben, weil die Leute hier natürlich inzwischen auch gehirngewaschen sind und sagen, Putin ist ein Diktator. Aber ich habe das schon 100 Mal gesagt, aber ich werde es bei jeder Sendung sagen, wenn nötig.
wer nicht sieht, dass es gut für die Menschheit ist, wenn die USA und Russland sich verständigen, und das ist zwischen Trump und Putin ja schon gelaufen auf dem Helsinki-Gipfel, und deshalb ist es wirklich völlig verrückt, diese Anti-Trump-Position so von den Medien zu übernehmen, die man sonst als Lügenpresse oder als Qualitätsmedien oder sonst was kritisiert. Aber in dem Punkt wird alles nahtlos übernommen. Also ich kann nur noch mal sagen, von dieser Schlacht in Amerika hängt wirklich der Weltfriede ab, weil die Konfrontation, die im Augenblick von den Demokraten und den Neocons kommt, gegen Russland und China, wenn die in den Midterm Elections, also in den Zwischenwahlen im November, das Oberwasser gewinnen, dann wären wir sofort zurück in einer vollen Konfrontation mit Russland und China mit unabsehbaren Konsequenzen. Das Ganze wäre ja bereits in weniger als einem Monat. Und ich glaube, in dem Licht ist es auch nochmal interessant, einen Blick auf den Vizepräsidenten zu werfen, weil es ja fast, zumindest in den vergangenen jüngeren Jahrzehnten, fast so eine Tradition zu sein scheint, dass selbst halbwegs vernünftige Präsidenten immer so einen furchtbaren Vizepräsidenten haben. Wir erinnern uns, glaube ich, alle sehr deutlich an Dick Cheney zum Beispiel. Oder auch vorher Al Gore. Und jetzt ist Mike Pence, der ja sehr, also so scharf gegen China gewettert hat, dass ja eine Kollegin quasi von uns in den USA seine Rede ja wirklich als selten dämlich bezeichnet hat in einem Artikel, der jetzt gerade veröffentlicht ist. Worum dreht es sich da? Wähnt sich Mike Pence schon im Amt des Präsidenten? Nimmt er da Dinge vorweg? Ja, also es wird gesagt, dass der Pence extrem ehrgeizig ist und selber Präsident werden will. Er hat ja als Basis die christlich-Zionisten. Das ist schon ein besonderes Völkchen, die also natürlich auch extreme Positionen beziehen in Bezug auf Nahost und so weiter. Und er hat also da quasi China mit allem angegriffen, was nur zu denken ist, und ist natürlich damit vollkommen von der Linie von Trump da abgewichen. In China wurde das sehr übel aufgenommen. Man hat aber sehr wohl den Unterschied gemacht zwischen Trump und Pence. Und interessant ist, dass die chinesischen Medien einerseits den Besuch von Pompeo in Beijing kontrastiert haben mit dieser Rede von Pence. Pompeo hat nämlich in China nochmal bestätigt, dass die USA nicht den Aufstieg Chinas verhindern wollen, dass sie für die eine China-Politik sind und an guten Beziehungen interessiert sind. Und das wurde von den chinesischen Medien total kontrastiert zu dieser absoluten Wahnsinnsrede von Pence. Und interessant war, dass Global Times ein sehr einsichtigen Artikel hatte von Cliff Kirakoff. Das ist ein amerikanischer, ich glaube, Professor, der früher Top-Berater war im amerikanischen Senat. Und der sagt, dass es eben ein ganz klarer Unterschied ist zwischen Trump und Pence. Trump wollte die ganze Zeit und will immer noch das Verhältnis zu Russland und China auf eine gute Basis stellen, während der Pence ein typischer Vertreter ist des sogenannten Deep State in den USA, und die wollen einfach am Status quo der Konfrontation festhalten, das amerikanische Establishment, wie es in der Form von Pence zum Ausdruck kommt, nichts aus der Geschichte lernen will und auch nicht akzeptieren will, dass die Welt längst in einer multipolaren Situation existiert. Also ich finde es wichtig, dass die Chinesen da durchaus die Lage in Amerika nuanciert betrachten. Und wer in Deutschland einen nuancierten Blick haben will, der soll die chinesische Presse lesen und nicht die deutsche Presse. Ich weiß definitiv mindestens einen hier in Deutschland, der tolle Titel trägt und wahrscheinlich nicht sehr oft die chinesische Presse liest, beziehungsweise mit einem sehr ideologischen Blickwinkel. Die Rede ist in dem Fall von Herrn Schellenhuber. Das eröffnet jetzt quasi das letzte Themengebiet, was aber, glaube ich, extrem wichtig ist, wie ich denke, du gleich darstellen wirst, weil momentan sich eben der Angriff
nicht nur das Deep State auf die mögliche Verbesserung des Verhältnisses zwischen den USA und China oder USA und Russland richtet, sondern in gewisser Weise, wenn man es genau nimmt, eigentlich gegen die ganze Menschheit. Nämlich, ich meine damit die Ideologen, die ja von Schellnhuber angeführt werden, die im Grunde gegen alles wettern, was mit Wachstum zu tun hat. Helga, was ist dein gegenwärtiger Kenntnisstand? Warum, ich hatte ja irgendwie gehofft, die wären alle irgendwie verschwunden. Das war wahrscheinlich falsch. Was treiben die jetzt schon wieder, diese Leute? Ja, also der International IPCC, wofür steht das nochmal? International Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel. Auf jeden Fall haben die einen neuen Bericht veröffentlicht, der eben weit über das Pariser Klimaabkommen hinausgeht. Die sagen also, das war viel zu kurz gegriffen. Da sollte also versucht werden, die Erderwärmung auf 2% zu begrenzen bis 2050. Das ist völlig falsch. Wir brauchen eigentlich schon bei 1,5 Grad einen Stopp. Also erstmal hat es überhaupt keine wissenschaftliche Basis. Das ist also sogenannte accepted science, also akzeptierte Wissenschaft. Das, was der Konsensus ist des Establishments, was da akzeptiert werden soll. Also wir kommen gleich darauf, was an diesem Denkansatz alles falsch ist. Aber der springende Punkt ist der, damit geht einher ein massiver Angriff gegen die Nutzung der Kohle, selbst in modernen, sicheren Kohlekraftwerken. Und man muss wirklich den Punkt machen, den wir schon bei dieser ganzen Klimadebatte von Anfang an gemacht haben, dass es eine absolute Beziehung gibt zwischen der relativ potenziellen Bevölkerungsdichte, die auf der Erde ernährt werden kann, beziehungsweise funktionieren kann, und der Energieflussdichte im Produktionsprozess. Und wenn man, wie Schellnhuber, der ja vor einigen Jahren dieses Papier veröffentlicht hat, die große Transformation, die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, wo er gesagt hat, eigentlich müssen alle fossile Energiequellen verschwinden, also beziehungsweise Energieträger verschwinden, also Kohle, Gas, Öl, das muss alles weg und natürlich Kernenergie sowieso, dann bleibt also nur alternative erneuerbare Energien, das heißt Wind und Sonnenenergie und noch ein paar andere kleinere irrelevante Quellen. Und das bedeutet, und das hat Schellnhuber ja selber gesagt, dass im Grunde wünschenswert ist eine Erdbevölkerung von 1 Milliarde Menschen. Und wenn man nur Energien hat mit dieser geringen Energieflussdichte, dann ist eben nur für 1 Milliarde Platz und Produktion da. Und es wird natürlich nie gesagt, was mit den anderen 5 oder 6 Milliarden Menschen, die inzwischen da sind, passieren soll. Aber die Quintessenz ist, diese IPCC-Studie ist also, ich würde mal sagen, das ist so eine Art desperater Versuch, die Tatsache, dass das neue Paradigma längstens da ist, dass mehr und mehr Nationen Entwicklung wollen, dass durch die neue Seidenstraßeninitiative der Chinesen inzwischen ganz Afrika auf die absolute Perspektive fokussiert ist, die Armut und Unterentwicklung durch Industrialisierung so schnell wie möglich zu überwinden. Und natürlich Lateinamerika, asiatische Staaten, selbst viele europäische Staaten sehen im Grunde da die Zukunft. Und das ist ganz offensichtlich ein letzter Versuch, diese Entwicklung zu stoppen. Ich denke, das wird nicht funktionieren. Ich denke mal, dass diese gekauften Wissenschaftler es nicht schaffen werden, China, Indien, Russland, Afrika, alle, die G27, alle Entwicklungsländer davon abzubringen, dass sie ihre eigene Entwicklung in die eigene Hand nehmen wollen. Aber es ist natürlich auch auf Trump gerichtet, der Amerika wieder reindustrialisieren will. Es ist auf Deutschland gerichtet und ich befürchte, dass es in Deutschland leider auf den fruchtbarsten Boden fällt, weil die Leute hier am meisten Gehirn gewaschen sind. Also ich denke, dass das wirklich auf einer Ideologie basiert, nicht auf Wissenschaft. Und wenn man mal überlegt, dass ja
das, was zum Beispiel wirkliche Wissenschaftler wie Lyndon LaRouche oder Wladimir Vernadsky herausgearbeitet haben, ist, dass in den Gesetzen des Universums ein Aufstieg da ist vom Biotischen zum Biologischen, zum Kognitiven oder wie Vernadsky das nennt, zur Noosphäre, dass der Anteil der Noosphäre über der Biosphäre immer mehr zunimmt oder wie LaRouche gesagt hat, dass das kognitive Vermögen der Menschheit zu einer physischen Kraft im Universum wird. Dann stellt das das alles auf den Kopf, das sagt im Grunde, das Abiotische ist das Einzige, was zählt. Das Leben selbst ist schon problematisch, aber sogar das Kognitive ist das Hauptproblem. Das heißt, der Mensch mit seinen Erfindungen, das ist im Grunde das Übel. Also das ist eine vollkommen verdrehte Weltsicht. Und natürlich, wenn man ein bisschen genauer guckt, wer sind die Nutznießer? Das haben wir schon vor ein paar Jahren dokumentiert. Hinter diesen ganzen Sachen stehen zum Beispiel solche Institutionen wie der European Climate Foundation. Wer sitzt da im Vorstand? Die CEOs, also die Vorstandsvorstände der ganzen Hedgefonds. Viele davon sitzen in der City of London und die profitieren natürlich vom CO2-Emissionshandel, dem modernen Ablasshandel. Und natürlich verlangen diese Leute jetzt wieder eine CO2-Steuer weltweit. Und das wäre natürlich auch der perfekte Vorwand, um die neu aufflammende Debatte über die Notwendigkeit der Souveränität der Staaten zu unterdrücken und zu sagen, hier, wir brauchen eine internationale Polizeikontrolle, die eben den CO2-Ausstoß in den verschiedenen Ländern kontrolliert. Also das ist aber wirklich zum Scheitern verurteilt. Ich befürchte nur, dass mit den anderen vielen ideologischen Angriffen, die im Augenblick in Deutschland stattfinden, dass es durchaus einen Effekt haben will. Und deshalb werden wir da eine Kampagne dagegen machen. Wir werden also die wissenschaftlichen Argumente liefern, warum das vollkommen unbegründet ist. Wir werden darüber eine Debatte erzeugen und vor allen Dingen auch die Leute zu Wort kommen lassen, deren Garaus damit geplant wäre, wenn diese Ideen sich da umsetzen würden. Boah, also Helga, vielen, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir in relativ kurzer Zeit schon mal zusammengekriegt, was sich derzeit tut. Und Sie haben dann auch gehört, es lohnt sich also tatsächlich hin und wieder nochmal auf die Büso-Seite oder beziehungsweise auch auf die Seiten des Schiller-Instituts zu schauen. Die Links sind ja immer unter dem Video drunter, weil eben diese Dinge sich so schnell entwickeln. Also Helga, wenn du noch andere Gedanken hast, dann los. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wir uns in der kommenden Woche dann wieder hier sehen. Ja, also ich will vielleicht als Letztes nur noch mal sagen, also der Coup in Amerika ist dabei, sich umzudrehen. Also es gab eine Anhörung von James Baker, das war der frühere Rechtsanwalt des FBI, hinter verschlossenen Türen, da ist aber eine ganze Menge durchgesickert. Und der hat im Grunde gesagt, dass der Top-Anwalt der Hillary Clinton und der demokratischen Führung, ein gewisser David Sussman, derjenige war, der den ganzen Anstoß gegeben hat zu dem Russiagate-Skandal gegen Trump. Also mit anderen Worten, Hillary Clinton steckt hinter der Russiagate-Affäre und das kommt jetzt alles raus. Und auch natürlich die Rolle des britischen Geheimdienstes, die Rolle von diesem Rosenstein, der eben jetzt da wirklich immer mehr deutlich wird. Der war bei dem Treffen im März 2017 dabei. Er wollte wahrscheinlich sich selber da mit Abhörgeräten ausstatten, um den Trump abzuhören. Das ist jetzt alles unter der Diskussion und kommt an die Öffentlichkeit. Also nichts ist so, wie die Medien das hier darstellen. Also ich kann Sie nur bitten, versuchen Sie sich selber ein Bild zu schaffen. Wenn Sie uns nicht glauben, dann hoffe ich, dass wir wenigstens mit unseren Sendungen Fragezeichen in Ihrem Kopf entstehen lassen. Und ich kann Sie nur bitten, recherchieren Sie selber. Es steht Ihnen frei, russische, chinesische, afrikanische, italienische Zeitungen, Internetsachen zu lesen. Aber fallen Sie nicht auf die Linie rein, die von der ARD, der Bild-Zeitung oder der FAZ kommen, weil die sind dermaßen was von gleichgeschaltet in Bezug auf alle die Themen. Russland, China, Trump, Klima,
Also wir haben echt hier in Deutschland eine gleichgeschaltete Presse und gleichgeschaltete Medien. Und es gibt nur ein Mittel dagegen und das ist selber denken. Und da sind sie bei uns gut aufgehoben. Also deshalb bleiben sie mit uns in Kontakt, werden sie mit uns aktiv und dann hoffentlich bis zur nächsten Woche. Vielen Dank, Helga. Bis dahin. Tschüss.